Hallo meine Freunde des erhöhten Pulses, es ist unglaublich. Auch 6 Jahre nach seiner Tat ist er immer noch flüchtig. Polizei ist komplett machtlos. Wenn dich das Thema interessiert, bleib einfach dran. Hallo und herzlich willkommen bei BeFree, mein Name ist Marvin und willkommen auf meinem Kanal. Es ist wirklich unglaublich. Sohail Umid Kolosian soll eine junge Kölnerin zweimal bereichert haben, 2017, und ist jetzt immer noch auf freiem Fuß, scheinbar aktuell im Ausland, laut diesem Artikel im Fokus. Ist leider auch von der Liste der Most Wanted Leute in Europa verschwunden. Und ja, die Polizei fahndet zwar immer noch, hat jetzt öffentlichkeitswirksam die letzten Jahre gefahndet. Und ja, was soll man dazu sagen? Wir können ja mal kurz, also wenn euch der Name noch nicht gereicht hat. Er ist 1,77 groß, schwarze Haare, braune Augen, athletischer Körperbau, auffällig eine Tätowierung eines Löwenkopfes an seinem linken Oberarm. Was soll man dazu noch sagen? Das ist halt das Resultat von einer besonders gelungenen Asylpolitik und Einwanderungs- und Integrationspolitik in Deutschland. Die Leute merken langsam, das war vielleicht nicht die beste Möglichkeit und nicht die beste Lösung, dass man einfach alle Leute nach Deutschland holt. Jetzt hat ja auch unsere liebe Frau Annalena Baerbock 50 Millionen Euro den Palästinensern zugesichert. Ja, zum Aufbau natürlich. Das wird alles bei den Leuten ankommen. Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Aber wir bezahlen wieder dafür. Machen wir natürlich alle gerne. Deshalb müssen die Politiker in Deutschland auch hier immer schön die Steuern weiter und weiter hochtreiben und noch mehr Abgaben erfinden, dann noch welche Steuern, Abgaben, alles Mögliche wird einfach hochgeschraubt. Man könnte auch einfach hingehen und unsere Regierung, die so ein bisschen ist wie kleine Kinder in Süßigkeitenladen, den gibt man 50 Euro und die sind ratzefatze weg. So verteilt Deutschland ungefähr das Geld in der Welt. Und wir versuchen allen Leuten alles zu finanzieren und möglich zu machen. Nur hier in Deutschland kommt man irgendwie nicht richtig voran. Der Tagesspiegel schreibt jetzt auch, Freitage gestrichen, Hilfe vom Bund und Ländern angefordert. Berliner Polizei rechnet mit langanhaltenden anti-israelischen Protesten. Das ist ja verrückt. Wie konnte denn sowas passieren? Ich kann mir das alles nicht erklären. Die Berliner Polizei hat ihre Einsatzführung neu aufgestellt. Ein Beamter sagt, die Lage sei mit nichts zu vergleichen. Nicht einmal mit den Krawallen am 1. Mai. Und wir wissen, Krawalle am 1. Mai sind echt mittlerweile in Deutschland an der Tagesordnung. Aber naja, ihr habt ja vielleicht selber, wenn ihr in einer großen Stadt wohnt, Frankfurt, München, Berlin. Berlin ist aktuell echt mit am schlimmsten. Da geht jeden Tag die Post ab. Und das sind ja alles Demonstrationen, die ja nicht erlaubt sind und verboten, weil, ja, wir haben ein Demonstrationsrecht in Deutschland, aber wenn die öffentliche Sicherheit gefährdet ist, dann kann man natürlich Demonstrationen verbieten. Wurde in diesem Fall gemacht. Es wird sich trotzdem getroffen. Naja, was soll die Polizei machen? Wir sind ja in Deutschland. Polizei hat keinerlei Möglichkeiten, weil ich sag mal so, die Leute, die da demonstrieren, sind ja nicht so, dass die wie die deutsche Bevölkerung, also der deutsche Michel, der hier arbeiten geht, dem man dann sagt, nee, nee, diese Demonstration ist verboten, bitte geh nach Hause. Der dann sagt, okay, tritt dann einmal gegen eine Laterne und geht. Nein, die Leute hier sind ein anderes Kaliber. Wir wissen, woher sie kommen. Wir wissen, wir finanzieren sie. Und jetzt müssen wir uns das ja auch noch geben. Aber das ist halt das Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Ich persönlich kann nur sagen, die Polizei tut mir aktuell extrem leid. Wenn jetzt schon freie Tage gestrichen werden, wo soll das denn noch enden? Also mir persönlich tut die Polizei einfach nur leid. Ich kann jedem nur empfehlen, Berlin am besten großräumig zu meiden. Mich würde ja mal interessieren, wie lange das gut gehen würde, wenn man mit einer israelischen Flagge durch Berlin läuft. Also ich könnte mir vorstellen, das würde extrem unschöne Bilder produzieren, obwohl wir ja im besten Deutschland aller Zeiten leben, wo Toleranz sehr, sehr groß geschrieben wird. Aber Toleranz geht halt bei manchen Personengruppen nur in ihre eigene Richtung. Alles andere ist böse und ich bin mal gespannt, wann der öffentliche Frame diese Personengruppen deutlich, deutlich, deutlich ins Rampenlicht stellt und auch mal ganz klar sagt, wo hier das Problem liegt.
weil wir können hier natürlich auf YouTube teilweise Sachen berichten, aber es erreicht natürlich nicht die große Masse. Deshalb bedanke ich mich für alle Leute, die meinen Kanal unterstützen in Form von kostenlosen Abos, Daumen nach oben, Videos teilen, ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch die Leute, die Mitglied geworden sind auf meinem Kanal und mich somit nochmal extrem motivieren, weiter dran zu bleiben. Wie gesagt, ich mache jeden Tag ein Video mindestens und das möchte ich auch gerne so beibehalten, weil es passiert einfach viel zu viel in Deutschland. Und darüber muss halt vernünftig berichtet werden. Weil es kann ja nicht sein, dass Leute 6 Jahre von der Polizei gesucht werden, nicht gefunden. Und stell dir mal vor, die Berichterstattung wird genauso agieren. Alles erstmal ausblenden, möglichst keine unschönen Bilder zeigen und dann sagen, ja, wir haben ja alles getan. Unsere öffentlich-rechtlichen Medien tun ja auch ihren Teil dazu beitragen, dass vernünftig über diese Demonstration berichtet wird. Mal mehr, mal weniger. Meistens leider weniger. Und die CDU-Politiker kommen ja jetzt auch wieder aus ihren Löchern raus, fordern, dass man da gewaltig gegen vorgehen soll, obwohl sie ja selber für dieses ganze Dilemma verantwortlich sind. Ich kann nur sagen, alle Leute, die eine solche Demonstration besuchen, sollten ihr Bleiberecht, wenn sie einen Antrag gestellt haben, naja, zumindest einmal vernünftig beleuchtet bekommen. Auch eine europäische Lösung ist halt nicht sinnvoll. Wir kriegen ja jetzt mit Europa schon nichts auf der Kette. Ich bin gespannt, wann es richtig, richtig kracht hier und vor allen Dingen, was in Israel genau noch passiert, weil diese ganzen Leute, über die dort aktuell berichtet wird, ja, wo glaubt ihr denn, wo die hinwollen? Die wollen alle ins gelobte Land, ins beste Deutschland aller Zeiten. Weil hier kann man nämlich die Füßchen hochlegen, sein Bürgergeld oder andere Sozialleistungen kassieren und dann kann man bis zum Ende seiner Tage verbotene Demonstrationen besuchen, seine Meinung hier äußern und das alles ohne richtige Konsequenzen. Wie gesagt, Antisemitismus ist kein neues Problem in Deutschland und ist bereits in den vergangenen Monaten und Jahren vermehrt aufgetreten und dass die rechte Statistik von Straftaten aktuell komplett durch die Decke geht, ist natürlich auch vielleicht etwas zusammenhängend damit, dass die AfD mit den Stimmen auch komplett durch die Decke geht. Weil wir wissen ja, wenn jetzt eine Straftat begangen wird auf einer dieser Demonstrationen, dann ist das rechte Gewalt. Die Leute merken langsam aber sicher, irgendwie passt das alles nicht zusammen. Und ich bin sehr gespannt, wann die neuen Statistiken online kommen und wie die Polizei in den nächsten Wochen mit diesem, naja, anhaltenden Problem klarkommt. Wir haben ja noch keine Bodenoffensive, wir haben noch keine wirklich extremen Angriffe. Von daher wird es und bleibt es spannend. Wenn ihr mich auf diesem Weg begleiten möchtet, könnt ihr das gerne über diesen Kanal hier tun, kostenloses Abo hinterlassen. Und dann danke für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Marvin. Ciao.